Das war eine sehr intensive Erfahrung, die uns sehr geprägt hat. Und ich glaube, dass das sehr typisch ist für Dr. Ausbüttel, dass wir Situationen schaffen und Mitarbeitern ermöglichen, Erfahrungen zu machen, die prägen und einfach in der ganzen Persönlichkeitsentwicklung unterstützen. Im Prinzip das, was man hinterher verarbeitet hat, kam auch erst ein paar Wochen später. Also erstmal kam man wieder an und wenn man sich dann mal zur Ruhe gesetzt hat, dann hat man im Prinzip alles noch mal so gedanklich auch verarbeitet. Mein Name ist Janne Klar. Ich habe viele Jahre das Unternehmen Dr. Ausbüttel dabei unterstützt, das soziale Engagement auszubauen. Und ich habe mit Steffi Schäfer zusammen die Chance bekommen, 8 Tage eine Reise nach Indien in die Slums von Kalkutta zu machen. Ich bin Stefanie Schäfer, bin medizinische Fachangestellte und arbeite seit 2014 bei Dr. Ausbüttel. Seit 2015 unterstütze ich mit Janne zusammen die German Doctors bei ihrer Arbeit. Die German Doctors, die schicken im Prinzip Ärzte in Slumgebiete in Entwicklungsländern, um da medizinische Notfallhilfe zu leisten. Das machen die unentgeltlich und auch meist in ihrer freien Zeit oder in ihrem Urlaub. Und 2010 haben wir zusammen mit verschiedenen Firmen den Unterstützerkreis gebildet, um die German Doctors zu unterstützen. Es ist ein großer Vorteil, dass wir schon so viele Jahre mit den German Doctors zusammenarbeiten, denn man muss erstmal Vertrauen aufbauen zu einer Organisation. Und wir wollten aber in Kalkutta wirklich wissen, was vor Ort genau passiert. Oftmals hatten wir gar keine Ahnung, wie die Rahmenbedingungen vor Ort sind. Und durch die Reise wollten wir uns da einen Überblick verschaffen, um vielleicht noch mal ein bisschen zielorientierter zu helfen. Und für mich war das wirklich super, weil ich mich immer gefragt habe, wie ist es eigentlich wirklich vor Ort? Ich hatte eine vage Vorstellung, wie das sein könnte, aber in einem Slumgebiet zu sein und da vor Ort zu sehen, wie Menschen leben und auch mittendrin zu stehen, ich wollte wissen, wie das ist und ich wollte auch wissen, was da konkret passiert und wie geholfen wird. Ja, es war auf jeden Fall gut, dass wir zu zweit waren. Ich glaube, wir waren uns eine Unterstützung auf jeden Fall in vielen Situationen. Oder dass es auch mal zu viel war an Geräuschen und Menschen, die auf einen zugekommen sind. Das Gefühl hat mich in den 8 Tagen gar nicht losgelassen. Und das ist schon wertvoll, jemanden zu haben, wo man den Eindruck hat, der denkt Ähnliches über die Situation und ordnet das auch ähnlich ein. Dr. Harald Kischlat war ja die ganze Zeit bei uns, der hat uns begleitet, der ist jeden Tag mitgefahren, hat uns Partnerorganisationen vor Ort vorgestellt, die dann berichtet haben, dass sie eng mit den German Doctors arbeiten. Ansonsten wäre diese Hilfe auch in keiner Weise akzeptiert. Da ist halt Vertrauen da und ja, Dankbarkeit, dass ihnen geholfen wird. Da arbeiten zusätzlich noch Übersetzerinnen, sodass keine Missverständnisse entstehen. Für die Ärzte ist aber sicherlich neu, dass sie nicht das Wundversorgungsmaterial vor Ort haben, wie sie das in Deutschland haben. Durch das man einfach in einem Unternehmen arbeitet, das Verbandsmaterialien herstellt, hat man einen anderen Anspruch. Wir gucken natürlich hier auch immer, dass eine bestmögliche Versorgung angestrebt wird vom Patienten mit chronischen Wunden zum Beispiel. Und diese Materialien gibt es dort vor Ort gar nicht. Wie bei einem Patienten, der hatte einen kompletten Fuß, im Prinzip offene Riesenwunde. Und da hat man mit Watte und Jod gearbeitet. Und das würde man hier niemals mehr machen, weil man einfach diese Watte überall verteilen würde in der Wunde. Aber dort hat man einfach keine andere Möglichkeit, das Jod zu verteilen und da irgendwo ein bisschen die Wunde zu reinigen. Da musste ich erstmal mit zurechtkommen, dass man da einfach andere Probleme hat und andere Herausforderungen und die auch irgendwie komplett anders meistert. Also ich erinnere mich noch an eine Situation, dass wir in einer Slum-Ambulanz waren, wo eine Frau von einem Arzt versorgt wurde, die hatte ein Loch im Knie und die hat so bitterlich geweint. Und was mich am meisten beeindruckt hat, war, wie der Arzt emotional mit der Patientin umgegangen ist, dass er ihre Hand genommen hat, dass er wirklich ein paar humorvolle Worte zu ihr gesagt hat in dieser sehr anstrengenden Situation. Das hat mich so tief beeindruckt.
Und die haben hinterher beide da gesessen und gelacht. Und ich glaube, das Gefühl als Arzt, diesen Menschen helfen zu können, muss schon ziemlich gut sein. Wenn man sieht, man kann was bewegen und da kommt was bei rum, dann gibt man natürlich auch nicht auf. Dadurch, dass wir einen besseren Blick jetzt für die Arbeit der German Doctors haben, glaube ich, können wir auch noch mal Projekte ganz anders angehen. Und da können wir jetzt, glaube ich, viel besser unterstützen und wissen auch, was ist überhaupt möglich. Ich glaube, die Vorstellung alleine, dass diese Ärzte da nicht jeden Tag hinkommen und diesen Menschen helfen, das ist alleine der Grund, warum wir da intensiv weitermachen werden. Ja, und man muss sich das ja mal vorstellen, das wäre ja so, als wenn wir hier einfach die Arztpraxen schließen würden. Und so wäre das ja in Indien da, auch wenn die German Doctors da einfach aufhören. Und wir schauen einfach nicht weg, wir schauen immer intensiver hin. Und dadurch ergeben sich einfach immer mehr Dinge, wo wir den Eindruck haben, wir müssen helfen.